Herzlich willkommen, liebe Wunderkessel-Freunde. Hier ist Kai und heute habe ich für euch ein asiatisches Rezept vorbereitet. Viele haben uns angeschrieben, dass wir doch mal ein richtiges Asia-Curry machen sollen. Und wir haben in unserem Forum etliche Rezepte uns angeschaut. Und das ist das Rezept, was wir jetzt heute für euch hier live ausprobieren wollen. Brauchen wir einiges an Vorbereitungen. Also das hier ist jetzt nur das Gemüse. Die Soße, die stelle ich euch gleich vor. Und wir brauchen 340 Gramm Paprika, 200 Gramm Zuckerschoten, 200 Gramm Ananas. Das hier ist so eine Brokkoli-Blumenkohl-Mischung. Davon brauchen wir 220 Gramm, 150 Gramm Karotten, 200 Gramm Reis. Wobei mir das schon fast ein bisschen viel vorkommt, ist jetzt nur das, was wir jetzt erstmal vorbereiten und kochen. Dann kommen wir zur Soße. Ihr nehmt euren Varoma und bestückt den entsprechend mit dem Gemüse. So, das kommt hier rein. Wie gesagt, Karotten, rote und gelbe Paprika, die Zuckerschoten, Brokkoli und Blumenkohl hier so in kleinen Röschen. Wie gesagt, das ist alles schon mundgerecht geschnitten. Das könnt ihr so ein bisschen vermischen. Dann nehmt ihr den Einlegeboden oben drauf und da kommt dann die Ananas drauf. Ich habe jetzt frische Ananas genommen. Man kann mit Sicherheit auch Dosenananas nehmen, aber ich habe jetzt frische Ananas bekommen und das schmeckt wahrscheinlich sogar besser. Als nächstes kommt der Reis hier in den Topf, also natürlich in den Siebeinsatz. Das ist jetzt Basmati-Reis. Ihr könnt natürlich auch normalen Reis nehmen. Dann etwa einen Esslöffel von unserem Suppengrundstock. Den machen wir ja immer selbst. Und solltet ihr nicht wissen, wie das funktioniert, dann solltet ihr euch das auf jeden Fall mal anschauen auf unserem YouTube-Kanal. Und 1200 Milliliter Flüssigkeit nehmen wir. Ich habe jetzt nur so einen Litertopf, deswegen wiege ich das jetzt ab. Das Rezept ist jetzt für den TM5. Ja? Wenn ihr einen TM31 habt, nehmt nur einen Liter Wasser. Ja, das reicht auch. Aber wir können ja hier, weil der Kessel ein bisschen größer ist, mehr nehmen, wenn ich nicht die Hälfte daneben kippe. Was ich immer mache ist, dass ich einmal kurz im Schleudergang den Reis komplett nass mache. Damit ist dann auch der Suppengrundstock in dem Reis mit drin. Und dann setzen wir den Varoma auf, Deckel drauf und für 25 Minuten auf Stufe 1 Temperatur natürlich Varoma. Und dann kann ich hier mal die Sauerei wegwischen und mich um die Soße kümmern, beziehungsweise um die Zutaten für die Soße, denn das wird ein asiatisches Curry, also brauchen wir natürlich auch jede Menge Gewürze. Während jetzt unser Gemüse hier so vor sich hin gedünstet wird, habe ich schon mal die Gewürze für unsere Soße vorbereitet. Da gibt es natürlich 1000 alternativen Varianten, Überlegungen, was ihr da machen könnt. Die Gewürze, die ich jetzt genommen habe, sind jeweils ein Viertel Teelöffel Cayennepfeffer, Kreuzkümmel und Koriander, ein halber Teelöffel Paprika, Zucker und Salz, jeweils eine Messerspitze Zimt, Anis, Muskat und jeweils ein Teelöffel Curry und nachher dann noch Sojasauce dazu. Ja? Ein Spritzer Zitronensaft kommt dazu, eine Zwiebel, eine Knoblauchzehe und ein kleines Stück Ingwer. Ich finde, das ist ein kleines Stück. Außerdem ein gehäufter Esslöffel Speisenstärke, weil ich hier auch Reismehl nehme, um das Ganze glutenfrei für heute zu halten. Was ihr auch noch braucht für die Soße sind 200 Gramm Sahne. Das stand so in dem Forenrezept. Ich habe im Nachhinein gedacht, man hätte auch Kokosmilch nehmen können.
Die ist zwar sehr dominant, aber auf der einen Seite vegan und natürlich auch typisch asiatisch. Also für so ein asiatisches Gemüsecurry kann man durchaus Kokosmilch nehmen. Ja, auch da dann 200 Milliliter. Brauche noch ein bisschen Öl. Wie wir die Soße jetzt gleich anrichten, das erkläre ich euch gleich. Wie gesagt, mit den Gewürzen, da könnt ihr experimentieren. Ja, ihr könntet zum Beispiel auch noch ein bisschen Piment dran machen. Chiliflocken, Chiliflocken, mache ich jetzt auch gleich noch ein paar rein, weil ich habe das gerne, wenn das ein bisschen würziger ist. Man kann im Nachhinein auch noch nachwürzen. Die Asiaten verwenden ja sehr, sehr gerne viele und verschiedene und exotische Gewürze. Ja, da gibt es Zitronengras, es gibt das, gibt's auch gefriergetrocknet mittlerweile, aber frisch schmeckt das natürlich noch besser. Dann verschiedene Minzen und so weiter und so fort. Aber das ist jetzt so das, was man eigentlich für so einen Curry erwartet und dem westlichen Gaumen dann auch angepasst ist. So, unser Gemüse ist jetzt gegart, gedampft, gedämpft und wir müssen das jetzt noch warm stellen. Das ist ganz wichtig, denn die Soße ist ja noch nicht fertig. Also nehmen wir jetzt einfach den Varoma raus. Den Reis stellen wir ebenfalls warm. Abklopfen und ich mache das Ganze einfach hier in unserem Backofen. Von der Garflüssigkeit, da fangen wir jetzt einfach 200 Milliliter noch auf. Die brauchen wir noch für die Soße. Den Rest gießen wir weg und machen den Topf trocken. In unserem Mixtopf kommen jetzt die Zwiebel, der Knoblauch und der Ingwer und das Ganze wird zerkleinert. 5 Sekunden auf Stufe 5. Und dann das Öl zugießen, 20 Milliliter. Das habe ich jetzt noch nicht abgemessen, aber das können wir dann direkt hier im Kessel abmessen. 20 Gramm Pflanzenöl und das Ganze wird dann angedünstet. 3 Minuten auf 120 Grad, könnt ihr natürlich auch Aroma einstellen, ganz klar. Stufe 1. So, und jetzt geben wir die restlichen Zutaten hier zu unserer Soße dazu. Das sind einmal die 200 Milliliter Garflüssigkeit, dann ein Teelöffel Sojasauce. Ein Spritzer Zitronensaft. Gerade bei sowas, ich nehme gerne Flaschen, weil ich verwende da ja relativ oft Zitronensaft, aber der hält sich halt auch länger als so eine ganze Zitrone. Deswegen auch gerne mal eine Flasche. Dann unsere Gewürzmischung, habe ich euch ja schon gesagt, was da drin ist. Dann das Reismehl zum Binden der Soße. Die Sahne oder halt wie gesagt wahlweise Kokosmilch. Und dann wird das Ganze nochmal 5 Minuten bei 90 Grad auf Stufe 3 erhitzt. So, es ist gleich soweit. Ihr könnt in der Zeit schon mal den Reis entsprechend portionieren. Das habe ich jetzt hier schon mal gemacht. Schön mit Förmchen wie früher im Sandkasten. Das Gemüse kommt alles in eine große Schüssel. Und im Prinzip müsst ihr jetzt nur noch die Soße dazugeben. Das riecht schon sehr asiatisch. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass das mit Kokosmilch nicht schlechter wird. Ganz im Gegenteil. Dann habt ihr sogar ein veganes Gericht. Ich mache das jetzt hier mit der Suppenkelle. So. Alles vermischen miteinander. Es riecht wirklich großartig. Ich bin ja ein großer Curry-Fan. Und dann schauen wir mal, wie es schmeckt. Für 4 Portionen ist das Gemüse mit Sicherheit gerade so bemessen. Ich glaube aber trotzdem, dass 200 Gramm Reis einfach zu viel sind für 4 Portionen. Kein Mensch isst nochmal so viel Reis. Aber gut, dann schauen wir mal. Machen wir mal drauf hier. Ja, wenn du das jetzt so als eine Portion nimmst hier, dann
reicht das Gemüse gerade so für 4 Personen. Wie gesagt, der Reis ist zu viel. Aber ich bin gespannt, wie es schmeckt. Gerade auf die Soße bin ich sehr gespannt. Sehr lecker. Auf jeden Fall. Ja, ist nicht zu scharf. Ist ein sehr mildes Curry eigentlich. Also man kann da durchaus noch ein bisschen, wenn man es scharf mag, Chili dran machen oder noch ein bisschen mehr Cayennepfeffer. Aber das schmeckt sehr, sehr lecker. Die Soße ist schön cremig. Wie gesagt, probiert es vielleicht auch mal mit Kokosmilch. Das ist auf jeden Fall keine schlechte Idee. So schmeckt mir sogar Ananas. Außer der Schnibbelei jetzt am Anfang war das absolut easy, das Rezept. Dauert halt ein bisschen, bis man das alles vorbereitet hat. Aber das lohnt sich auf jeden Fall, das zu Hause nachzukochen. Und ich bin gespannt über eure Erfahrungen, wie ihr das nachgekocht habt, was ihr draus gemacht habt. Und schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare. Gerne auch bei uns im Forum. Da gibt es noch jede Menge andere tolle Rezepte und auch hier im Kanal, den ihr auf jeden Fall abonnieren solltet, damit ihr jede Woche die neuesten Rezepte aus dem Wunderkessel bekommt. Ich sage vielen Dank, bis zum nächsten Mal, guten Appetit und ciao!